Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Heute machen wir 5 Schritte in dein eigenes Business mit Kind und Kegel. Wir machen es ganz kurz, damit du 2023 weißt, welche Fehler du auf jeden Fall vielleicht nicht machen solltest. Ich freue mich, dass du dabei bist und will ganz kurz nur sagen, ich bin Katrin Talkowski, ich bin selber Mama von 2 Kindern. Ich habe gegründet, als mein Sohn 6 Monate alt war und bin als Unternehmensberaterin im digitalen Feld unterwegs und berate Mütter in der Gründung ihres eigenen Online-Businesses, damit das Dilemma zwischen Zeit und Geld endlich ein Ende hat. Und deswegen, lass uns sofort ins Thema einsteigen. Ich freue mich, dass du dabei bist. Also 5 Schritte ins eigene Business mit Kind und Kegel. Los geht's. Wir gehen Schritt für Schritt durch und ich sage dir, was meine Einschätzung, was auch meine Erfahrung nach der Arbeit mit über 500 Klienten ist und ich zeige dir Schritt für Schritt, wie du das angehen kannst. Also Punkt 1. Wir brauchen eine Zielgruppe bzw. ein Angebot. Das heißt, was genau ist das eine, was du liefern kannst? In der Regel, meine Klienten sind alles Mütter, okay? Das bedeutet, wir haben alle auch ein Arbeitsleben bereits hinter uns und sind natürlich eine gewisse Weile auch schon im Berufsleben unterwegs gewesen. Das heißt, wir haben alle Kompetenzen, wir haben Fähigkeiten, wir haben viele, viele Sachen uns erworben, wo es total Sinn macht, in diesem Zusammenhang zu gucken, okay, was davon hat mir eigentlich Spaß gemacht und was hat mir keinen Spaß gemacht? Und was davon würde ich gerne in meine Selbstständigkeit mitnehmen und was nicht. Und daraus bauen wir in der Regel das Angebot. Warum? Weil du damit den größten Wert erzielen kannst. Und der Wert steht im direkten Zusammenhang mit dem dazu erzielenden Preis. Das bedeutet, umso höher der Wert ist, den du am Markt erschaffen kannst oder den du schaffen kannst, sozusagen, umso höher ist der Preis, den du dafür bekommst. Das bedeutet auch, das korreliert im gleichen Zusammenhang mit dem Problem, welches du mit deinem Angebot lösen kannst. Okay, das heißt, wir haben ein Problem von deiner Zielgruppe, von A nach B. Ich habe das und ich hätte gerne das. Und du hilfst bei dem Weg von A nach B. Das ist ganz einfach. Also lass uns ein Beispiel machen. Du bist vielleicht Industriekauffrau zum Beispiel, hast also eine kaufmännische Ausbildung gemacht und hast vielleicht studiert oder wie auch immer und warst immer dein ganzes Leben irgendwie im Büro. Okay? Und jetzt sind die Kinder da und du denkst so, ja, Katrin, aber Vollzeit arbeiten, das macht irgendwie gar keinen Sinn mehr und Teilzeit und eigentlich kriege ich auch irgendwie nur komische Jobs und deswegen würde ich so gerne jetzt einfach was Eigenes machen. Also was kann ich denn machen? Ich befasse mich total gerne mit Achtsamkeit und Yoga. Das ist das, was du persönlich mitbringst. Dann kannst du halt überlegen, okay, was genau kann ich eigentlich lösen? Also das, was du kannst, ist wahrscheinlich die komplette Backoffice-Organisation, Angebotserstellungen, Kundenkontakt, ne? Das sind alles so Bereiche. Jetzt könnte man gucken, okay, was davon macht dir eigentlich Spaß und was davon würdest du gerne weitergeben? Und daraus bauen wir das Angebot. Warum? Weil du deine komplette berufliche Expertise aus diesem Bereich ja schon mitbringst. Und dann gucken wir uns erst im nächsten Schritt an, wofür wen. Also mit wem möchtest du denn eigentlich genau arbeiten? Mit wem möchtest du gerne mehr Zeit verbringen? Ich für meinen Teil komme zum Beispiel, ich habe 17 Jahre in einer Männerdomäne gearbeitet und habe es sehr genossen, auch festzulegen, okay, ich möchte nur noch mit Müttern arbeiten. Ich habe genug mit Männern gearbeitet in meinem Leben. Ich möchte eigentlich nur noch mit Frauen arbeiten und am besten mit Müttern. Und das heißt das, warum, wo du deine Zielgruppe selber festlegen kannst. Das bedeutet, es gibt zum Beispiel online sehr, sehr wenig Unternehmensberaterinnen, die sich explizit darum kümmern, dass Mütter in die Selbstständigkeit gehen, damit sie in Vereinbarkeit von Familie und Beruf rauskommen. Es gibt gar kein Angebot dafür. Das ist was, was ich entdeckt habe. Warum? Weil ich selber Mama war, die gegründet hat und dachte, es gibt überhaupt gar keine passenden Angebote für mich. Natürlich gibt es Angebote, aber ich musste ziemlich viel mir zusammensuchen, weil das halt auf mich als Zielgruppe, als Mutter sozusagen nicht gepasst hat. Und das, so kann man das machen, okay? Das heißt, du guckst genau, okay, für wen will ich das anbieten und was genau haben die für spezifische Probleme? Also für mich war das zum Beispiel, dass es ganz viele Unternehmensberater gab, die zu Zeiten mit mir Termine machen wollten, wo ich einfach nicht konnte. Mein Sohn war 6 Monate alt, meine Tochter war gerade 2. Ich konnte gelinde gesagt überhaupt gar keine festen Termine einhalten. Und damit waren fast alle Zusammenarbeiten, ich will nicht sagen aussichtslos, aber zumindest nicht in der Geschwindigkeit, wie das nachher auch die Investition hätte nach sich gezogen. Und das war eine große Herausforderung. Und um bei unserem Beispiel zu bleiben, du arbeitest gerne mit Yoga und bist aber in die Backoffice-Fähigkeit, dann könntest du beispielsweise anbieten, dass du die Auftragsverfolgung und das Backoffice organisierst für Frauen, die digital unterwegs sind und Yoga-Retreats anbieten. Zum Beispiel. Das wäre eine Variante. Okay? Das ist Punkt 1. Dann haben wir das Thema Zielgruppe und Angebot. Wir brauchen ein Problem, welches unser Angebot löst und das adressieren wir an eine spezifische Zielgruppe. So, Punkt 2 ist organisatorischer Natur. Natürlich musst du wissen, also jetzt wissen wir schon mal, was wir machen wollen. Okay? Jetzt müssen wir noch überlegen, wie wir das genau machen wollen. Und jetzt brauchen wir natürlich organisatorische Themen. Das heißt, wir müssen gucken, okay, wie können wir, sind wir damit freiberuflich, sind wir damit gewerbetreibend? Wir brauchen eine Steuernummer, wir müssen das Gewerbe irgendwie anmelden, wir müssen
gegebenenfalls unseren Arbeitgeber darüber informieren. Wir brauchen vielleicht eine Erlaubnis, vielleicht müssen wir auch, keine Ahnung, mit dem Arbeitsamt uns irgendwie zusammensetzen und da verschiedene Sachen organisieren, die uns im Moment noch halten, dass wir das nicht umsetzen können. Was du auch brauchst, ist vielleicht so ganz banale Sachen wie ein Rechnungspapier. Also das heißt einfach einen Firmenbogen, ja, wo du sagst, darauf kann ich meine Rechnungen schreiben. Du brauchst vielleicht eine eigene E-Mail-Adresse und all diese ganzen Sachen. Das macht total Sinn. Vielleicht hast du Lust, über Social Media deine Kunden zu akquirieren. Das heißt, du hast vielleicht noch einen Instagram-Account und eine Facebook-Fanpage oder irgendwie sowas. Und das darf alles ins Leben gerufen werden. Okay, das sind alles organisatorische Themen. Kleine Randnotiz an dieser Stelle. Es ist noch nicht wichtig, dass du ein super ausgefeiltes Branding hast. Und es ist auch nicht wichtig, dass du ein super ausgefeiltes Logo bekommst. Und du brauchst auch keine super ausgefeilte Webseite. Das ist nicht der Fall. Wir haben Kundengewinnung am Anfang funktioniert zu 75% aus dem direkten Bekanntenkreis beziehungsweise aus dem eigenen Netzwerk heraus. Okay, und das ist auch völlig legitim, dass das so ist. Das sind natürlich jetzt Details, die wir jetzt uns zum Beispiel speziell im Kickstart-Club nochmal angucken, weil das natürlich sehr unterschiedlich ist, mit welcher Idee konkret du eigentlich rausgehen willst und in welchem Konzept du einfach gerade lebst. Also das heißt, wo du lebst, in einer Großstadt zum Beispiel, hast du ein ganz anderes Netzwerk, wo du zugreifen kannst, als wenn du aus der ländlichen Region kommst. Und das sind alles Punkte, die natürlich eine Rolle spielen, wenn du deine Gründung vorantreibst. Ja? Okay, das ist organisatorisches Thema. Okay, damit machen wir einen Haken da dran. So, dann haben wir, ich habe das liebevoll genannt, das sind so Background-Themen. Okay, was genau meine ich damit? Das ist so ein Punkt, der explizit sich an die Mütter richtet, die natürlich ihre Selbstständigkeit in das Konzept Familie mit integrieren wollen und müssen, gelinde gesagt auch, ja. In dem Moment, wie du Kinder hast, hast du natürlich ja immer die Verantwortung für die Kinder. Wir haben eine gewisse Grundperipherie, die wir zur Verfügung stellen, wenn wir unseren Alltag gestalten. Das heißt, die Kids müssen in die Kita. Die Frage ist, sind die Kinder überhaupt schon betreut? Auch das passiert ganz häufig. Wir haben einen ganz, ganz großen Gründungsschwung immer in der Elternzeit, was ich persönlich super, aber das ist eine sehr, sehr gute Phase, um ein Unternehmen zu gründen. Warum? Weil du einfach ein paar Kapazitäten frei hast. Und ich immer denke, wenn du unter diesen Bedingungen deine Schritte vorwärts machst, dann wird es ja danach nur noch leichter, weil du wieder mehr Zeit zur Verfügung hast als jetzt. Und das ist so, wenn der Zug erstmal rollt, sollte man ihn auf jeden Fall nicht aufhalten. Und damit kann ich sagen, für mich war die Gründung in der Elternzeit auch mit 2 kleinen Kindern der beste Zeitpunkt. Ich hätte keinen besseren Zeitpunkt dafür finden können. Der Punkt ist, dass es natürlich eine immense Herausforderung ist, neben dem Beruf zu gründen. Also gerade für uns Mütter. Warum? Weil ja die meisten von uns zeitlich schon gar nicht mehr realisieren können, überhaupt Vollzeit zu arbeiten. Das heißt also, ein Unternehmen zu gründen oder eine Selbstständigkeit zu gründen, ist was, was dich am Anfang auf jeden Fall Zeit kosten wird. Und der Tag hat 24 Stunden. Das heißt, wenn du schon in deiner normalen Erwerbstätigkeit in der Regel, wenn du 30 Stunden die Woche arbeiten gehst, ist schon viel, weil du hast ja dann die Kinder, den Haushalt und jetzt machen wir uns jetzt bitte keine politische Diskussion. Ja, ich weiß, aber das ist die Realität, wie das in Deutschland abläuft. Und hat das was mit Feminismus zu tun? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Der Diskussion würde ich mich auch nicht hingeben, weil ich schon denke, so, wir sind ja in der Situation jetzt und wir haben ja jetzt unsere Kinder. Und wir brauchen natürlich diese politische Diskussion wahrscheinlich eher für unsere eigenen Töchter, weil das natürlich total Sinn macht, dass wir das diskutieren. Aber ich finde es super wichtig zu sagen, du darfst wertschätzend mit deinen eigenen Ressourcen umgehen und überlegen, habe ich tatsächlich diese 5 bis 10 Stunden pro Woche, die du auf jeden Fall brauchst, um mein Business voranzutreiben und meine Selbstständigkeit in den Fokus zu setzen? Habe ich diese Zeit? Das ist ein relevanter Punkt. Wenn du 30 Stunden in der Woche arbeiten gehst, sage ich ganz offen, das ist Raubbau. Okay, da musst du schon sehr, sehr gut wissen, was du machst. Und da musst du schon sehr gut wissen, wie lange du das durchziehen willst, damit das nachher Früchte trägt, damit du dann eben wirklich auch von deiner Selbstständigkeit leben kannst, damit du dann eben die Stunden reduzierst und so weiter. Das ist alles sehr, sehr an der Grenze von Überarbeitung und Burnout, was ich für schwierig halte. Okay, das ist so, dann gibt es wahrscheinlich, wenn du viel arbeitest oder Vollzeit arbeitest, dann würde ich eher die Variante überlegen, ob es nicht sinnvoller wäre, den Job zu kündigen und in ALG 1 zu gehen und dann ein Jahr Vollzeit das Business aufzubauen. Das macht viel mehr Sinn, also zumindest für Deutschland gesprochen jetzt, das macht viel mehr Sinn, als zu sagen, ich mache das jetzt 6 Jahre parallel. Warum? Weil deine Kinder sind jetzt klein, deine Kinder sind jetzt da und wollen jetzt deine Aufmerksamkeit und nicht in 10 Jahren. Also da wird halt auch kein Schuh draus. Also einer zahlt die Rechnung. Das ist halt auch Fakt. So, dann haben wir die Background-Themen dazu. Zu den Background-Themen gehört auch, zum Beispiel mit deinem Lebenspartner oder deiner Lebenspartnerin zu sprechen. Zu gucken, okay, wie sehr unterstützt sie dich? Ist sie eigentlich dabei oder hat sie
Also hat er oder sie andere Meinungen dazu. Viele finden das gar nicht so gut. Das ist auch so ein Punkt. Ich habe dazu mal ein Video gemacht. Das verlinke ich dir hier. Warte, Sekunde. Hier. Verlinke ich dir das Video mal dazu, was eigentlich ist, wenn dein Partner oder deine Partnerin davon überhaupt nicht begeistert ist. Das packe ich dir mit rein. So, also kurz zusammengefasst. Wir haben gesprochen, Punkt 1, über das Problem, welches du lösen möchtest. Über das passende Angebot zu diesem Problem, um das Problem zu überwinden und die spezifische Zielgruppe, die wir damit adressieren wollen. Darüber haben wir gesprochen. Wir haben gesprochen über organisatorische Themen während der Gründung. Also was ist mit Finanzamt, Gewerbeamt, bla 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 bla. So, und dann haben wir gesprochen über Background-Themen. Also was sagt eigentlich die Familie dazu? Wie ist eigentlich dein Hintergrund? Bist du überhaupt in der Lage, diese Gründung zu machen und die am Ende auch durchzuhalten und durchzuführen? Das ist der Punkt. Jetzt kommen wir zu Punkt 4. Das haben die meisten von euch wahrscheinlich so auf der Fahne und auch als großen, großen Druckpunkt. Und das ist Marketing und Verkaufen. Marketing und Verkaufen sind die beiden Disziplinen, die du bis zum Schluss im eigenen Unternehmen haben wirst. Das heißt, selbst wenn du nachher so erfolgreich bist, dass du Assistenten hast, dass du mit virtuellen Assistenten zusammenarbeitest und so weiter, dass du dir Leute leisten kannst, Marketing und Verkaufen ist etwas, was du bis zum Schluss selbst machen wirst. Das heißt, das ist ein Thema, was du einfach meistern darfst. Ich will das gar nicht schönreden. Auch alle technischen Tools, also wer das jetzt denkt, kann, und was ist mit Bloggen, was ist mit SEO-Optimierung, was ist mit den ganzen technischen Gags, jetzt haben wir ChatGPT und was nicht alles. Der Punkt ist der, die ganze Technik kann nur verbessern und automatisieren, was schon funktioniert. Das heißt, diese Technik löst keine Probleme für dich. Das heißt, wenn du dein eigenes Marketing nicht so aufgesetzt hast, dass du wirklich weißt, damit gewinne ich Kunden, weil ich dann auch das Verkaufen beherrsche, wird dir keine Technik der Welt dieses Problem lösen. Okay, du darfst dieses Problem für dich, deine Zielgruppe, dein Angebot und dein Markt selber lösen. Warum? Weil du bist ja der Experte. Also warum sollte das jemand anders machen? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und das ist eine der Kernkompetenzen und auch der Kernlernkurven in den ersten 2 Jahren. Wie vermarkte ich meine eigene Dienstleistung effizient und effektiv, sodass wir immer Kunden am Start haben? Das ist einer der relevanten Punkte. Okay? Und das ist natürlich Dreh- und Angelpunkt in den ersten 3 Jahren auf jeden Fall, das zu checken und für sich Systeme zu bilden, die gut funktionieren und die dich gelinde gesagt auch nachts ruhig schlafen lassen. Und wo wir schon mal beim Schlafen lassen sind, kommen wir zum letzten Punkt, und zwar das richtige Geschäftsmodell. Es gibt Geschäftsmodelle, die sind gut, aber die sind auf jeden Fall nicht für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf geeignet. Weil der Punkt ist ja der, ein Job, wo du eine gewisse Zeit ableistest für ein gewisses Gehalt, hast du ja jetzt schon wahrscheinlich, ja? Dass das irgendwie Grenzen hat zum Thema Flexibilität, das ist dir wahrscheinlich selber schon aufgefallen. Das bedeutet, wenn wir jetzt das Geschäftsmodell nicht gut definieren, dann hast du die Situation, dass einfach nur dein Arbeitgeber gegen den Kunden tauscht. Das heißt, du hast keine Entspannung in deinem eigenen System, sondern du hast einfach nur jetzt anstelle eines Arbeitgebers halt Kunden. Das ist von der Druckkulisse exakt das Gleiche wie angestellt sein. Im Gegenteil, das ist wahrscheinlich, angestellt sein ist dann sogar noch einfacher, weil du Marketing und Verkaufen nicht an der Backe hast. Okay, und das ist auch der Grund, warum dann man eben, wenn man das selber kann, warum man dann eben auch einen Tacken mehr Geld verdient damit. Nichtsdestotrotz ist das ein relevanter Punkt, wo ich sage so, aber es gibt ja Geschäftsmodelle, vor allem im digitalen Bereich, die sehr, sehr viel Workload einfach von dir runternehmen. Also Stichwort asynchrones Lernen beispielsweise. Ne? Also wenn du arbeitest, ist die Frage, wie flexibel bin ich denn? Gibt es Kernzeiten? Wie schnell muss ich reagieren? Wie ist mein Produkt gebaut? Arbeite ich tatsächlich Stunde für Stunde mit meinen Klienten, also Coaches, Trainer, Berater beispielsweise? Oder habe ich die Möglichkeit, zum Beispiel einen Großteil meiner Leistungserbringung zu digitalisieren und asynchron zur Verfügung zu stellen? Das heißt, meine persönliche Zeit ist gar nicht mehr erforderlich. Das ist eine Frage von Geschäftsmodell, okay? Fakt ist, die Welt wird dahin gehen, egal wo du dich jetzt konkret einordnest und was. Also wir sehen das ja schon bei den Arbeitgebern auch, dass viele eine eigene Lernplattform aufgebaut haben, dass Einarbeitungen komplett digital stattfinden. Heute sitzt fast kein Vorgesetzter mehr vor dir und erklärt dir persönlich, was genau deine Aufgaben sind und so weiter. Also das wird sehr, sehr dahin gehen und die Frage ist einfach nur, bist du smart und clever genug, alle diese digitalen Möglichkeiten dir zunutze zu machen? Oder fühlst du dich, gelinde gesagt, ein bisschen versklavt in Anbetracht der ganzen vielen Anforderungen? Und das ist oftmals eine Frage vom Geschäftsmodell oder von nicht vorhandener Klarheit bezüglich des Geschäftsmodells. Okay, und das ist ein wirklich wichtiger Punkt, wenn du 2023 dein Business startest. Weil der Punkt ist auch, wir haben halt nicht mehr 2004. Natürlich ist es so, wenn jemand 2004 gestartet ist, dann hatte er komplett andere Voraussetzungen als heute. Er hatte auch ganz andere Challenges als heute. Und das ist der Punkt, warum ich sage, wir dürfen sehr viel cleverer sein, weil es einfach
auch viel mehr clevere Möglichkeiten mittlerweile gibt. Und das ist der große Punkt, warum ich sage, Achtung, Achtung, bitte, bitte nicht, lasst euch bitte nicht von euren Eltern erklären, wie man ein Business gründet, weil das mit sehr großer Wahrscheinlichkeit für euch gar nicht so antizipierbar ist. Und das ist der letzte Punkt, den ich euch gerne mitgeben möchte, weil wir haben jetzt 5 Schritte besprochen, okay? Also das eine ist, ne, wir haben das Problem, was wir lösen wollen, mithilfe unseres Angebotes an unsere spezifische Zielgruppe. Punkt 1. Wir haben unsere organisatorischen Themen auf der Fahne. Nochmal, wir begleiten das komplett, also die komplette Gründung, alles, was ich jetzt skizziert habe im Kickstart-Club. Ich packe dir den Link unten rein, kannst du dir gerne angucken. Und wir begleiten alle organisatorischen Themen, auch die Background-Themen. Also was eigentlich, wenn mein Mann das irgendwie blöd findet, wenn ich das alles so ein bisschen unterm Radar machen muss, weil das einfach keiner gut findet. Das kann ich gut verstehen. Als ich meinen Job damals gekündigt habe aus der Elternzeit heraus, hat auch keiner geklatscht. Das kann ich euch schon mal verraten. Und genau, das vierte Punkt ist Marketing und Verkaufen. Das ist relevanter Tanzbereich in den ersten 3 Jahren auf jeden Fall. Und der 5. Punkt ist das passende Geschäftsmodell. Das sind 5 Punkte, die man so zusammenfassen kann. Am Ende möchte ich dir auf jeden Fall mitgeben, und das ist eigentlich der übergeordnete, wichtigste Punkt von allen, ist, du brauchst das richtige Umfeld. Du brauchst Menschen, mit denen du dich austauschen kannst. Menschen, die das Gleiche gemacht haben wie du. Menschen, die da sind, wo du schon hin willst, und Menschen, die vielleicht auch nachvollziehen können, in welchem Struggle du bist, okay? Menschen, die vielleicht auch mal in einem Meeting gesessen haben und wussten, zu Hause ist Halligalli, weil die Kinder einfach krank sind, weil die Kleinen nicht einschlafen wollen, was auch immer. Was das für eine Zerrissenheit bedeutet, können, glaube ich, wirklich nur Mütter nachvollziehen, was das wirklich heißt. Und es macht halt total Sinn, sich Anschluss zu suchen für Menschen, die wirklich eben mit dir im selben Boot sitzen, okay? Und eben wirklich auch das Gleiche durchgemacht haben ein Stück weit, weil sie eben auch das gleiche Ziel verfolgen, nämlich zu sagen, ich bin nicht mehr bereit, mich zu knechten dafür, dass meine Kinder mich nur von hinten kennen. Ich bin nicht bereit, um 5.10 Uhr aufzustehen dafür, dass ich allen gerecht werde und ich selber nicht 5 Minuten auf meinem eigenen Arsch gesessen habe. Ich bin nicht bereit, das zu akzeptieren. Und ich kann dann sagen, herzlichen Glückwunsch, es gibt Möglichkeiten, das zu machen. Eine davon ist die eigene Selbstständigkeit und du bist herzlich eingeladen. Also wenn dir das gefallen hat und du das cool findest, bis hierhin und dir das weitergeholfen hat, dann abonniere gerne den Kanal. Da findest du noch super viele Videos. Wir haben mittlerweile über 100 Videos online mit super vielen Beispielen, auch mit super vielen Geschichten, auch wie andere aus ihrer Offline-Expertise heraus gegründet haben und dann selbstständig geworden sind und so weiter. Also fühl dich frei, komm auf den Kanal, guck dir das an und guck, ob was für dich dabei ist. Ja? Und wenn du Lust hast, dann sind wir natürlich gerne für dich da. Also in diesem Sinne, ich freue mich sehr, dass du dabei warst und ich hoffe, wir sehen uns bald. Bis dann. Ciao.